Eine umfangreiche Ausstattung mit verschiedensten Fernmeldemitteln, Hochantennen und Relais ermöglichen eine durchgehende Kommunikation zu allen übergeordneten und nachgeordneten Verbänden der Brigade. Im Vorfeld sehen Sie deutsche und französische Infanteriekräfte, welche in Stellung gegangen sind. Rechts sehen Sie einen GTK-Boxer der deutschen Infanterie, der Jägerbataillone 291 und 292 aus Illkirch und Donaueschingen. Links sehen Sie einen Griffon des 1. französischen Infanterieregiments aus Saarburg. Die Pioniergruppe erhält im Vorfeld der Operation umfangreiche Informationen über die Beschaffenheit des Gewässers und möglicher Übergangsstellen vom militärischen Geoinformationswesen der Bundeswehr. Damit ist die Pioniergruppe in der Lage, gezielt geeignete Übergangsstellen auszuwählen. Sie sehen nun parallel drei verschiedene Arten der Pioniertruppe, einen Gewässerübergang zu schaffen. Bei einem Gewässerübergang ist es stets sinnvoll, auf bestehende Infrastruktur zurückzugreifen. Im Vorfeld sehen Sie eine Brücke, die der Feind mit einer Sperre versehen hat, um eigene Kräfte den Übergang zu erschweren. Die Pioniergruppe erkundet nun diese Brücke und bereitet die Beseitigung der Sperre vor. Sie sehen nun von links einfahrend einen TBZ Fuchs in der Ausführung Pioniergruppe. Die Infanteriekräfte sind bereits von ihren Fahrzeugen abgesessen und haben das Gewässer überwunden. Je nach Breite des Gewässers kann dieses auch mit einem Schlauchboot überwunden werden. Damit schafft die Infanterie die Voraussetzung zum Übergang durch die Pioniere. Sie sehen nun von links einfahrend einen Brückelegepanzer Biber. Mit Hilfe des Brückelegepanzers Biber der Pioniertruppe kann die Kampftruppe Gräben, Schluchten oder Gewässer überwinden. Die Panzerschnellbrücke des Kettenfahrzeuges wird beim Verlegen aus zwei Hälften zusammengekoppelt. Anders als bei vielen vergleichbaren Panzern anderer Nationen wird die Brücke horizontal durch Vorschieben verlegt. Dadurch bleibt die Silhouette des Bibers klein. Von links fährt ein der Pionierpanzer Dachs. Mit einem Räumschild um einen Baggerarm ausgestattet, eignet er sich sowohl zum Schieben und Anlegen von Stellungen, als auch zum Räumen einfacher Sperren und zum Vorbereiten eines Auflagers für die Panzerschnellbrücke der Pioniere oder das Vorbereiten einer Furt, welche Sie jetzt sehen. Es ist entscheidend, dem Gegner die Sicht auf die Übergangsstelle und das Legen der Brücke zu nehmen, sowie feindliches Flachfeuer auszuschalten. Dazu hat bereits ein Joint Fire Support Team des Artilleriebataillons 295 auf dem Sperrwagen Kenneck in der Ausführung Joint Fire Support Team angelehnt an die Kampftruppe Stellung bezogen und Zielkoordinaten für eine Nebellinie ermittelt. Sie hören jetzt ein Feuerkommando über Sprache des Joint Fire Support Team. Wizard Ops, this is Wizard 6-1, fire mission. Fire for effect, target number Golf Echo 6101, over. This is Wizard Ops, fire mission, over. A target location 3-2, uniform, November uniform, 04-966-31920, 839 meters. Enemy infantry in position 500 by 50. 1900 mils, I request blind for 5 minutes at my command. Over. Copy all, stand by. Über ein dahinter befindliches Koordinierungselement, links an die Waldkante angelehnt, auf Transportfahrzeug Fuchs, genannt Joint Fire Support Coordination Team,
und ebenfalls im Artilleriebataillon beheimatet, werden die Zieldaten an das Artilleriebataillon übermittelt. Dazu sehen Sie einen weiteren Transportpanzer Fuchs links auf der Freifläche vor dem Brigadegefechtsstand. Dieser bildet die Zugfeuerleitstelle ab und ist verantwortlich für die Berechnung des Feuerkommandos für die Geschütze des Zuges. Sie sehen nun einen Zug Panzerbitze 2000 des Artilleriebataillons zur 95 in eine Feuerstellung fahren, welche sich real in einer Entfernung von 10 bis 15 Kilometer befindet. Diese haben das Feuerkommando über Datenfunk bereits erhalten. Der Voraussetzung für die Gewässerübergänge feuert die Artillerie aus einer Entfernung von 10 bis 15 Kilometer das Blenden für das Überwinden des Gewässers, welches Sie im rechten Bereich sehen, dargestellt durch Nebel. Der Abschuss wurde durch Knallkörper simuliert. In der Zwischenzeit hat die Pioniergruppe die Erkundung der Übergangsstelle abgeschlossen und beseitigen nun die Sperre auf der Brücke. Als erstes setzen Kräfte des Jägerbataillons 291, dargestellt durch den vielseitig einsetzbaren Speerwehren Fennig, und Kräfte des französischen Husarenregiments, dargestellt durch ein leichtes Aufklärungsfahrzeug, genannt VBL, über. Diese Kräfte sind bereits zu Beginn der Operation dies und jenseits des Gewässers in Stellung gegangen. Das französische Husarenregiment verfügt zusätzlich über den Radpanzer AMX-10RC. Der AMX-10RC verfügt über eine 105 mm Plattrohrkanone und ist damit in der Lage, sich selbstständig gegen Panzerfallen zu verteidigen oder als Panzerjäger eingesetzt zu werden. Dieses Fahrzeug können wir Ihnen hier nicht zeigen. Sie finden es an der Station der Staatlichen Waffenschau an der Hauptbühne. Mit dem unbemannten luftgestützten Kleinfluggerät Zielortung, kurz KZO, klärt das Artilleriebataillon im Auftrag der Brigade feindliche Kräfte bis zu 100 Kilometer voraus auf. Der Start- und Landeplatz von KZO befindet sich real in 2500 Meter Entfernung vor Ihnen. KZO hat die Vorbereitungen eines feindlichen Gegenangriffs auf die Übergangsstelle aufgeklärt. Der Brigadekommandeur entscheidet sich dazu, den Gegenangriff mit einer Minensperre der Artillerie zu sperren. Dazu sind Raketenwerfer Mars in die Feuerstellung eingefahren. Sie haben die Minenausstoßrakete mit AT-2, einer Panzerabwehrmine, geladen, mit der sie abstandsfähig über eine Distanz von bis zu 37 Kilometer eine Minensperre verschießen können. Wird verschossen
und die Raketenwerfer verlegen zurück in ihre gedeckte Aufstellung. In der Zwischenzeit hat das binationale Versorgungsbataillon der Brigade Artilleriemunition zugeführt. Die Versorgungsbatterie des Artilleriebataillons verbringt diese in den Feuerstellungsraum der schießenden Batterie auf einem LKW 15 Tonner Multi und legt die Wechselladepritsche auf dem Ladeplatz ab. Die Geschütze verlegen über den Ladeplatz mit Ladephase zurück in ihre gedeckte Aufstellung. Eingesetzten Kräfte gehören zur Munitions-, Sicherungs- und Austauschgruppe der schießenden Batterie und unterstützen beim Beladevorgang, welchen Sie jetzt sehen. Die dritte Panzerhaubitze ist auf dem Marsch zum Ladeplatz ausgefallen und benötigt nach erster Sichtung Bergung und Abschub. Jetzt einen Bergepanzerbüffel in der Anfahrt, welcher sofort mit der Bergung und dem Abschub beginnen wird. Parallel setzen die letzten Jägerkräfte über die Übergangsstelle über. Ein Artillerieortungsradar, welche Stellung bezogen hat. Das Counter-Battle-Radar, kurz COPRA, klärt in einer Tiefe von bis zu 100 Kilometer gegnerische Feuerstellungen von Mörsern, Rohr- und Raketenartillerie auf. Hat der Gegner die Übergangsstelle inzwischen aufgeklärt und hat Artilleriefeuer auf die Brücke angefordert. Dabei kam es zu Verwundeten bei den Infanteriekräften. Die Infanterie beginnt sofort mit der Rettung und Versorgung ihrer Verwundeten und leitet den qualifizierten Verwundetentransport zur Rettungsstation des Jägerbataillons ein. Sie sehen nun, wie ein Rettungstrupp auf einem GTK-Boxer in der Ausführung Sanität von links einfährt, die Verwundeten aufnimmt und abtransportiert. Die aufgebaute Rettungsstation, in der anschließend die Weiterbehandlung stattfindet, finden Sie an der Station Sanität.
gesammelte Führung vor Ort hat entschieden, aufgrund des Ausfalls der Kommunikationsanlagen einen Gradmelder einzusetzen und die neuesten Lageentwicklungen an den Brigadegefechtsstab zu übermitteln. Dieser fährt von links über die Schnellbrücke in den Schwerpunkt des Gefechts. Gegnerischen Feuerstellungen nach dem Beschuss der Brücke orten und hat die Zieldaten direkt an die Operationszentrale des Artilleriebataillons übermittelt. Einem auf dem Marsch befindlichen Geschützzug Panzerbitte 2000 wird das Feuerkommando zugeteilt. Dieser bezieht sofort Stellung und bekämpft die gegnerischen Artilleriekräfte, zu sehen hier rechts im Bild. Kräfte der Brigade haben ihren Auftrag nach dem Übersetzen über das Gewässer sofort fortgesetzt und haben einen feindlichen Gefechtsstand aufgeklärt. Sie übermitteln die Zieldaten über den Brigadegefechtsstand an das Artilleriebataillon. Dazu hören Sie jetzt einen Funkspruch des Spähtrupps. Da der Gefechtsstand außerhalb der Reichweite der Panzerhaubitze 2000 liegt. Die Brigade hat erfolgreich das Gewässer überwunden, Stellung auf der gegenüberliegenden Seite bezogen und den Gegner im Verbund aller Kräfte entscheidend geschwächt. Zum Abschluss sehen Sie einen Kampfpanzer Leopard der schweren Brigaden, welche über die Kräfte der deutsch-französischen Brigade weiter angreifen. Dynamische Waffenschau und fahren nochmals alle gezeigten Fahrzeuge vor.